Wir werden viel gefragt, wie man die Bratensauce macht. Und dann haben sie gedacht, hey, wenn wir schon mal am Grill sind, zeigen wir doch mal, wie eigentlich die Basis von so einer Bratensauce für daheim geht. Knochen schön auf dem Grill rosten, geröstet. Dann haben wir frisches Gemüse, auch noch angeröstet mit etwas Olivenöl. Knochen dazu, ganz wenig Tomatenmark. Lauch immer am Schluss, also Rüebli, Sellerie, Zwiebeln, Knoblauch. Rosmarin, Majoran ist drin gelandet, Lorbeer, ein bisschen Pfefferkörner. Der Grillkäse habe ich vor Glut genommen und dann das Tomatenmark schön langsam mitgeröstet. Und dann mit einem sehr guten, tollen Rotwein abgelöscht. Einmal wieder einreduziert und dann noch ein zweites Mal einreduziert. Man kann Gemüsefond nehmen oder auch ein Kalbsfond. Ich habe jetzt heute einfach Quellwasser vom Apizell genommen und dann haben wir eigentlich das die ganze Zeit kochen. Und das ist ja die Basis nachher für einen Schü. Und kannst dann eigentlich portioniert in Eiswürfelportionen abfüllen, in die Theke tun und jedes Mal, wenn du brauchst, kannst du so eine Eiswürfelportion rausnehmen.